Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier von Arsch, Version 2.6. Ja, irgendwie kam ich aus dem System wieder raus, letzte Folge, und konnte weitermachen, ohne das Spiel komplett abzubrechen. Ja, gedüngt wird auf Feld 12 und Feld Nummer 18, und die Fahrer sind unterwegs und holen sich hier Kalk alleine ab. Hoffen wir, das klappt. Die Zähne schon voll und fährt zurück. Ja, wir bereiten, also ich bereite jetzt die Graserde vor, die dann morgen beginnen wird oder nochmal Wachstum kommen wird, hoffe ich jedenfalls. Und zwar, ja, beginnen wir mit, oh, unser Kalkfahrer, der andere von Feld 18, Feld Nummer, darf ich nachdenken, 36, erinnern Sie, das sind die roten Punkte, machen wir weg. Ja. Aber so viele Ressourcen. Ich weiß auch nicht warum, aber. Jedenfalls geht es zum Feld Nummer 36. Erstmal abstellen, ne? Vorbereiten. Wir brauchen ja mehrere Fahrzeuge. Wir brauchen ja. Nö. Ja, können wir machen. Mal sehen. Ob da irgendwie Grasreste zu sehen sind. Dann werde ich wahrscheinlich schwatten, um das alles aufzunehmen. Dann mitten. Alles pressen. Ob das nur Heu wird oder Silage. Ist dann egal, ist dann nicht so tragisch. Hauptsache, das Gras geht vom Feld auch runter, ne? Ich meine, gut, wir flügen das dann eh so um nachher, beziehungsweise es kommt, also die Gruppe im Prinzip, und dann, ja, und dann geistige Aussaat, ne? Ich mag das wegen der Fruchtfolge, dass wir da, dass ich da höhere Erträge bekomme eigentlich. Zum einen durch gut Düngen und gut Kalken, ne? Dass die Werte passen. Zum Beispiel, die müssen den Mistfahrer noch starten. Fällt mir gerade so ein. Ja, Kiesberg hat genug Sand und Kies. Aber da werde ich mal bei Gelegenheit andere Traktoren hinschicken und kleine Anhänger, dass wir Hänger brauchen. Da sind nämlich das drei Hänger da, und die brauchen wir für die Ernte von Hopfen. Das 1, 2, 3 Hänger, also drei Felder für Hopfen und zwei Felder mit Rüben, also die 7 und die 65, die auf jeden Fall. Das Gras soll so werden wie da oben. So, Hof. Apropos Mistfahrer, ne? Mistfahrer ist hier. Wasser ist noch voll. Passt. Förderband. B. Kommt mir auch schon entgegen, ne? Schnell wieder aufsteigen. So, geht gleich zur. Ne, nicht mit Kursplay, mit Audreif. Lass uns gleich mal fahren eine Runde. BGH wird so der Fall sein. Das ist unser Gärrestefass. Mit dem könnt ihr auf Wasser fahren für. Na. Mit Gärrestefass fahren wir kein Wasser. Obwohl. Im Grunde ist es egal. Das Graue weiß ich gar nicht genau. Haben wir da mal Gülle gefahren oder? Ja, von der Farbe her ist das wurscht. Traktor auch, aber wie gesagt, ich werde da oben nämlich ein Wasserfass hinstellen. Ich habe so einen großen Fass mit 70.000 Liter. Oh, Blödsinn, ne? Der fährt sich ja. Der fährt 3-4 Mal und das war's, ne? Dünger ist voll. Apropos Dünger. Dünger wollte ich für die Marsch hinbringen. Dann müsste ich nur einen Anhänger nehmen. Den blauen. Geht das mit LKW oder mit Traktor? Hm.
Ja, Schweine brauchen wir nicht. Den Traktor können wir vernehmen. Denn Wasser brauchen wir ja kein großes Fass nehmen, ne? Aber ich wollte mal kurz der Mistfahrer fährt schon mal die Runde, hat mich abgekippt. Sonst wäre er noch nicht zurück. Blau mit Anhänger, Dolly oder LKW? Dolly oder LKW? LKW steht nicht rum. Das ist typisch. Ah, da ist der LKW, okay. Ich wollte nicht Dünger verkaufen. Ich kann hier mal so rein. Dann können wir auch ein Wasserfass Richtung Dings schicken. Da reicht aber ein kleiner Traktor aus. Da brauchen wir keinen großen nehmen. Dann können wir den. Das ist ein K2. Das reicht aus. Den Düngerstreuer stellen wir in der Garage rein. Weil der ist ziemlich schwach für die großen Anhänger mit 30.000 Liter. Ist der ziemlich schwach. Aber wenn wir eine normale Reifung nehmen, dann kann er gut und gerne viel Wasser fahren, ne? Lass ihn fahren. Ich hatte mal so viel gekauft am Düngerstreuer, weil wir Missionen gemacht hatten. Ist aber sehr anstrengend, da muss man ehrlich sagen. Wenn du viele Felder im Schnitt machen sollst, ist das noch nicht belastend, aber ist anstrengend. Weil es halt viel Arbeit macht, hinzuschicken. Und wenn wir viele eigene Felder haben, wird es von der Zeit her knapp. So, takt mal gleich voll. Dann machen wir hier Normalbereifung drauf. Reparieren brauchen wir nicht unbedingt. So, Normalbereifung. Ja, viel Arbeit. Beziehungsweise auf einmal alles. Breitreifen, ja. Der hat nicht viel PS. So. Kostet ja nichts und kostet auch keine Zeit. Hier bei Kettle und Kopf, da kostet er richtig Zeit. Gerade für einen kleinen Traktor und ein großes Gewicht. Na gut. So, Wasserfass. Das Weiße nehmen wir für Milch. Dann nehmen wir das andere Wasserfass hier raus. Das Graue. Das ist doch grau, ne? Nee, das Grüne wollte ich nicht nehmen. Das ist erstens für Gärreste. Und zweitens. Und so einen großen Fass. Was sicherlich gehen würde, aber wie gesagt, das ist ein Problem. Das ist so eher Metallic, ne? Ja, ist auch was drinne. Wir fahren mal rüber. Bauen wir mal so eine Strecke auf. Kurs haben wir da. Müssen wir nur so gestalten, dass wir da. Dass er nicht im Wege steht. Wenn alle drei fahren, dann geht's. Aber wenn alle drei den Kurs nehmen und dann gerade da lang fahren, wo einer parkt, weil es weil das Lager voll ist, ist ungünstig. Hätte ich mir schon Gedanken machen müssen wegen Abladen von Kies und Sand. Wenn wir dazu sagen, aus Kies und Sand wird kein Zement, ne? Vielleicht mal vorweg sagen, ne? Dann brauchen wir Kalk und Ton. Tonerde und Kalk. Das sind die Hauptkomponenten für Zementherstellung. Dann muss ja alles ganz gebrannt werden. Das heißt, entweder Kohle wird gerne genommen dafür. Gewisser Anteil an Kunststoff
ja, Verwertung dafür und halt, ne, thermisch. Und auch ganz gerne alte Autoreifen zum Verbrennen. Also das wird auch dafür genommen. Ein gewissen Anteil, nicht so viel, aber ein gewissen Anteil. Das hat man im Fernsehen gesehen, das haben sie mal so gezeigt. Verwerten sie alles dafür. Aber halt kein Kies und kein Sand. Kies und Sand für Betonherstellung, das ja. Aber Kies und Sand in Österreich würden sie Schotter verwenden. Das ist. Weil so Kies haben sie hier in dem Sinne nicht. Das ist die Ausnahmefälle. Das ist eher so ein grober Sand, kann man sagen. Ne? Aus dem gewaschen aus. Aus Vorkommen, wo auch Kies vorhanden ist und Sand. Also die trennen das vor allen Dingen. Das ist nach Größen sortiert, kann man sagen. Ne? Kleine Steine bis ganz feiner Sand. Gewaschen, mager. Zum Arbeiten ist das nichts, zum Mauern oder so, zu mager. Also da sind die Vorkommen aus dem Norden schon ein bisschen angenehmer zum Verarbeiten. Ne? Das heißt hier, der lehmige Sand oder der Körnung von bis zu 2 Millimeter bis 4 Millimeter ist zum Mauern ganz gut, also handgesiebt zum Beispiel. Aber hier, die Kieswerke sortieren ja das im Prinzip nach Größe. Ne? Also ganz früher wurde alles bei Hand gesiebt und jetzt ist ja, ja seit der Wende kann man sagen, maschinell. Ne? Und überwiegend wird jetzt schon fertig gemischt. Also ich habe hier in Österreich fast nirgendwo mit Sand und Zement und Kalk gearbeitet. Es war alles in fertiger Ware, entweder ein Sack oder ein Silo. Ne? Der erste Kalkfahrer ist fertig, Feld Nummer 18. So, werden wir gleich mal den leer machen und dann schauen wir uns nebenbei an, wo wir uns ein Wasserfass hinstellen können, wo wir nicht im Wege stehen. Das sieht hier vorne ganz gut aus. Der Grüne hat übrigens Raps gefahren. Fällt mir gerade so ein. Ich muss mal gucken, wie die Kurse hier sind, ob ich hier nicht genau da. C. Also, er kommt ja von rechts. Müsste hier aufladen. Das würde gehen. Also da oben bei den Grünen, bei den, ja, bei den Schuttcontainer, da müsste er hier bis hier fahren und dann abbiegen. Das ist ungünstig, ne? Oder er biegt hier ab und fährt rum. Also einen anderen Weg. Ja, mal schauen. Dazu müssen wir einen Wassertank hinstellen. Drehen mal ganz kurz. Ist glaube ich egal. So. So. Jetzt müssen wir aber erst kurz reinfahren ins Zementwerk, damit wir die richtige Richtung haben. Da brauchen wir gar nicht reinfahren. Das ist schon mal ein falscher Gedanke. Dieser müsste ja wieder unnötigerweise da langfahren. Nein, er muss von hier oben kommen. Von dem Kurs hier. Der kommt ja von da. Fährt er die Runde. Er muss ja gar nicht da reinfahren. Aber wir können trotzdem hier so langfahren. Das ist sogar ganz gut so. Weil dann müssen wir nicht so kurz hinter dem Zaun da was machen. So. Dann nehmen wir hier Wasser auf. Dann machen wir den Punkt. Weiterfahren, nächsten Punkt nehmen. Gut. Hat rückwärts gemacht, ne? Ah, das ist ja ein.
Müssen den Punkt noch löschen. Das sind zwei. Jetzt fährt er rückwärts. Auch nicht ausgemacht. Rückwärts fahren ist auch noch mit einem Kriegsfuß. So. Gut. Dann machen wir noch einen Punkt hier. Machen wir in die Rückwärtspunkte. Das kann nämlich gut sein. Jetzt verstehe ich es überhaupt nicht. Gut, ich hätte auch weiter schieben können, ne? Den Punkt hätte ich auch weiter schieben können. Gut, neuer Versuch. Baue den Punkt zum Aufladen. So, gut. So geht's auch, aber man will es auch nicht. Wenn ich hier wieder anklicke, kommt ne, geht er weg. Okay, ich muss nur vom Blau ändern auf Grün. Gut. Okay, laden. Wasser. Zementwerk. Ja, geil. Den Kurs schließe ich jetzt. Ja, gute Frage, ne? Fahr vorbei. An sich logisch, ne? Weil die anderen mich da parken. Ich fahre da vorbei. Da schließen wir den Kurs nicht an. Dann müssen wir da nämlich nicht extra große Gedanken machen wegen was, wer steckt um wem im Wege, ne? Also irgendwann ist Kies voll, irgendwann ist Sand voll. Zwei Möglichkeiten, wo man im Prinzip sagen könnte, das ist jetzt blockiert. Jetzt können wir wieder verbinden. Weil hier ist er vorbeigefahren. Ich hätte auch den nächsten Punkt nehmen können, das wäre egal. Jetzt fahre ich halt Wasserwerk an, also Wasserstelle. Jetzt weiß ich nicht genau, da vorne genau. Ach so. Okay, dann müsste ich diesen Kurs nach draußen verschieben. Bin mir aber genau sicher, dass die anderen den kürzeren Weg nehmen werden und dann entsprechend da durchfahren werden. Bin mir fast sicher. Sei denn, ich mach das so, dass er von hier extrem umständlich fahren müsste. Das heißt, von hier nach da. Ist vielleicht nicht optimal, aber Wasser abladen. Neuen Punkt machen. So. Ich glaube, ich habe den Porsche mal angestellt. So, das machen wir weg. Sind ja fertig eigentlich. Ein bisschen angenehmer so fahren ist. Wasser. Dann beladen. Ich habe ja hier Standardnummer. Muss ich mal sortieren.
Ich habe herausgefunden, was man machen kann. Man muss es nur anklicken. Man muss wie Ordner anstellen. Neue Ordner kann man da machen. Ah, okay. So, beladen. Ah, da muss ich offline machen. Das ist ein böses. Da raucht mir der Schädel. Abladen, Wasser, Zement weg. Das ist schon mal da. Ich habe ja unter Beladen gemacht. Das ist ja immer recht einfach. Anführungszeichen. Abladen. Wasserbrücke, Abladen, Wasser, Zementwerk, Wasser. So, eine Runde mal fahren lassen, ob das hinkriegt. Das ist ja anscheinend. Das Schöne ist, die anderen beiden würden nicht im Wege stehen. Und dann können die entsprechend immer schön fleißig fahren. Muss ich, wie gesagt, noch andere Traktoren kaufen, die ja entsprechend dann kleiner sind. Und ja, dann Deutz und Fendt ist dafür zu schade. Auch die Anhänger sind zu groß dafür. Man hat ja gesehen, das ist ziemlich schnell aufgefüllt. Und das ist dann ein bisschen unsinnig, ne? Geht schon mal clever auf, das passt. Jo, das funktioniert. Wasser läuft. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und tschüss. Ciao, ciao. Jo, morgen geht's hier weiter. Hier auf der Marsch. Jo, finden wir noch Arbeit? Wir finden Arbeit. Wir müssen das nächste Feld kalken. Tschüss. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und mal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.